Andres Orozco Estrada, Karajan oder Bernstein? Wer sind deine Vorbilder? Beide auf jeden Fall. Der eine, Bernstein, natürlich sehr viel Temperament, sehr viel Menschheit sozusagen, also richtig, richtig eine Verbindung zu viel der Bauch, ja. Viel Bauch und viele Emotionen. Karajan natürlich genauso, aber natürlich, glaube ich, sehr viel Kopf und sehr viel Genauigkeit. Und diese Kombination ist natürlich doch irgendwie für mein Begriff das Vorbildliche, also diese Mischung. Da kann man natürlich über einen Carlos Kleiber reden, der einige, würde ich sagen, genau das auch konnte. Also war ein guter Dirigent im technischen Sinne, hervorragend, aber mit auch ganz viel Musik, die einfach so rauskam, einfach totale Musiker, hundertprozentig Musiker. Ich erinnere mich, als ich nach Wien kam, eben, ich war im Singverein, habe ich gesungen, was auch eine tolle Gelegenheit war, eine tolle Erfahrung. Da habe ich auch viele Dirigenten beobachten dürfen. Ja, große Dirigenten. Da lernt man, ja, da lernt man einfach so viel. Und auch sogar von Dirigenten, die von mir aus hier und dort vielleicht was Falsches oder Komisches gemacht haben. Man lernt auch daraus sehr viel. Also okay, so nicht. Und das ist genauso wichtig, wie man als oder vielleicht wichtiger manchmal. Aber machen wir es mal. Geben wir mal Tipps. Also wenn du sagen müsstest, welche Beethoven-Symphonien hörst du am liebsten zu Hause an, wenn du sie nicht selbst dirigierst natürlich? Gute Frage. Also ich gehe da erstmal von der Richtung Harnoncourt weg. Ah, okay. Das interessiert mich sehr, also seine Art, seine Interpretation, auch sein Denken. Ich habe leider nicht viel Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen, aber doch sehr viel von seiner Musik, von seiner Art. Auch viel Wissen und viel Emotion. Genau, ja. Genau. Und diese Kombination, ich glaube, was für mich eine große Entdeckung war, gerade bei Herrn Harnoncourt, war zu merken, genau das, dass er auch sehr viel menschlichen Teil da war. Und nicht nur diese wissenschaftliche und alte und das neue alte und so weiter und Originalinstrumente, ja, alles wunderbar, aber mit sehr viel Temperament, mit sehr viel Herz auch dabei. Und darum geht es ja in der Kunst, oder? Das Wissen doch. Als Emotion zu vermitteln, oder? Richtig. Und dann doch am Ende versuchen, doch etwas zu erzählen.